Ja, wunderbar, läuft doch. So, ich stehe jetzt in dieser lustigen Pose, weil ich hier nichts verändern will. Wir haben uns jetzt alle schon so gut vorbereitet, also von daher lasse ich das so. Ich hoffe, euch hat bisher der heutige Tag auf dem Crossing gut gefallen. Ja, den Einzelnen schon, den meisten nicht anscheinend. Also nochmal, hat es euch heute gefallen? Das wollte ich hören. So, jetzt gibt es wieder was für die Ohrläppchen, dass sie anfangen zu schlackern. Jetzt kommt eine Band, die spielen nahezu unplugged, also die haben keine elektrischen Hilfsmittel. Das ist schon mal eine Sache für sich, also von daher. Und ich will, dass ihr jetzt die Bühne rockt. Also wenn die jetzt auf die Bühne kommen, sollen die hier oben noch wackeln und erzittern. Also begrüßt recht herzlich mit mir Ongaku no Kara! Dankeschön. Eine wunderbare pinke Fliege. Got the vibe of the world, and kisses are.
nur musikalisch unterwegs, sondern auch sehr lyrisch, sag ich mal. Und unser Chef, der Yukiya, der macht auch ganz gerne neben irgendwie deutschen Songtexten mal so ein Gedicht nebenbei. Und deswegen darf er sein nächstes Lied persönlich mit einem Gedicht einleiten. Und dieses Gedicht beginnt mit einem Rätsel. Gesucht ist ein Anime und die Antwort reimt sich. Was ist voll fett? Ich hab's gehört. Dragon Ball Z! Genau, denn ohne zu warten starten wir wie ein Blitz mit Raditz. Er landet auf einem Bauernhof, ja, da guckt der Bauer doof. Wer Saiyajins mit Schrot bedroht, ist danach in der Regel tot. Schock, schwere Not, denn schon steht er auf dem Rasen vor Son Goku und Komparsen und sagt zu seinem Bruder: Du da, was muss man hören? Du solltest doch die Welt zerstören. Doch stattdessen stehe ich hier und muss mich über dich empören. Man merkt, die Saiyajin, sie sind blamiert und darum wird sich ungeniert an Ort und Stelle duelliert. Raditz will sich Son Gohan krallen. Ja, ist er denn von allen guten Geistern verlassen? Nicht zu fassen. Son Goku sieht das ebenso und schießt mit Erzfeind Piccolo gebündelt alle Energie. Das zwingt Raditz klar in die Knie. Doch nein! Sie haben ihn knapp verfehlt, worauf Raditz Son Goku quält, als sein Scouter Kampfkraft zählt. Explodiert Son Gohan, springt aus der Kapsel und trifft Raditz mit voller Power. Aua, das tat weh. Doch die Ruhe währt nicht lange. Bei so viel Kraft, da wird ihm bange. Und um der Invasoren willen beschließt er fix, den Kleinen zu grillen. Da sieht der Vater rot, er geht aufs Ganze. Er packt die Gelegenheit beim Schwanze und wie eine silberne Lanze durchsticht Piccolos Teufelsspirale des Bösewichtes harte Schale und er war tot. Da tobt das ganze Stadion mit 2:0 verdient gewonnen. Denn auch Son Goku, unser Held, erscheint nun aus dieser Welt, um im Jenseits zu trainieren, bis seine Freunde ihn reanimieren. Während Piccolo Son Gohan trimmt, der nächste Gegner kommt bestimmt. Und so endet etwas mager nach 5 Folgen diese Saga. Doch der Kampf wird weitergehen. Bis dahin, auf Wiedersehen. Anime-Opening und klassisch heißt auch schon, es ist etwas älter, geht so ein bisschen um so einen kleinen Helfer, den man im Leben immer ganz gerne gebrauchen kann, was neuerdings Hauselfen, Trolle und sonst immer sind. War damals ein kleiner weiß-schwarzer Hund, der diesen wunderbar japanischen Namen trug, Kurt.
der jetzt nicht geflüchtet ist und sich fragt, meinen wir es wirklich ernst? Nein, natürlich nicht. Aber so sind wir. Wir wechseln von komplett bescheuert in sehr ernste Themen. So auch in die nächste, unsere nächste Ballade. Nicht Anime, nicht J-Pop, sondern eine vor einigen Jahren in die Kinos gekommene Trilogie. Mit vielen, 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 vielen schönen Landschaftsbildern. Und ja, das ist irgendwie so ein Thema, ne? Man mag es und man mag es nicht, aber die es mögen, versuchen natürlich die es nicht mögen, zu überzeugen, dass das doch so schön ist. Und zumindest die Ending-Songs waren ja auch alle sehr schön. Und deswegen lasst uns zusammen in den Westen gehen. Dream of once again before.
Also ich muss sagen, ich muss ja noch was rein am Ende vom dritten Teil. Fast natürlich, will man es natürlich so zugeben, dass man da weint, weil so ein kleiner Hobbit in den Westen fährt. Also zwischendurch weine ich auch. Ich muss sagen, die erste Stelle, wo ich weine, ist, als Haldir stirbt. Ach, Gandalf, das war doch klar, dass er wiederkommt, oder? Also bitte. Schön, man stirbt und kommt weiß zurück. Einmal mit Karol gewaschen. Jetzt ist dir aber aufgefallen, dass es da irgendwie eine Analogie zwischen Gandalf und Sailor Moon gibt. Es stirbt, kommt wieder und wird immer heller. Solange er keine Rüschen ankriegt. Das erinnert mich nur an diesen einen Beitrag in irgendeinem von diesen Foren, wo jemand Steifen Fest ernsthaft geblockt hat und sagt, er findet das echt scheiße, wie dieser J.R. Tolkien von der coolen, wie heißt sie, Rowland mit Vornamen, von Harry Potter abgeguckt hat. Weil dieser Gandalf, das ist ja total Dumbledore. Und diese Analogie hat diese Person ernsthaft weitergeführt. Es war wirklich faszinierend zu lesen. Googelt mal, das gibt es bestimmt irgendwo. Alles gibt es auf Google. Es gibt alles auf Google. Wir hängen uns jetzt an dieser Stelle nicht an Details auf. Wir können gerne nachher nochmal diskutieren. Unsere Zeit ist begrenzt. Ich gucke auf die Uhr. Wir kommen wieder zu etwas anderem, nämlich Musicals. Und beim Musicals ist meine Zeit gewesen, da gab es nur Andrew Lloyd Webber und es hat mir irgendwie das Ganze so versaut, weil Star Express war cool, aber der Rest klang irgendwie genauso immer wie Memories of Cats. Und dann gab es aber dieses Musical zu diesen zwei Hexen. Und ich denke, das ist einfach auch ein ganz schönes Lied zu bringen, zu sagen, lasst uns einmal zusammen frei und schwerelos sein. Something has changed within me. Something is not the same. I'm through with playing by the rules of someone else's game. Too late for a second lesson. Too late to go back to Setzt euch bequem, stellt euch vor, Hawaii,
Und die Malediven, je nachdem, wo ihr jetzt gerne lieber wärt. Und dort sind zwei lustige Gesellen, einer kleinen Gelb mit spitzen Ohren, der nur seinen Namen sagen kann. Und dann ein komischer Gummityp in Shorts. Und die beiden tanzen. Moment! Achtung, jetzt kommt's. Und die beiden tanzen Rock'n'Roll, versucht die Überleitung zu diesem Medley zu kriegen. Rock'n'Roll um seinen Strohhut, den sie gerade angezündet haben, und kräftig einatmen. Also, das klingt schon sehr suspekt. Das klingt total suspekt. Lasst euch doch ein auf diese Dreierkombination an Liedern und vielleicht versteht ihr am Ende, was ich gemeint habe. Wenn nicht, dann kennt ihr die Lieder nicht. Wenn nicht, seid ihr gute Menschen, gute Katholikin an diesem Sonntag. Ganz allein verlieb ich sie nie.
Güte. Das war irgendwie so, yeah, wir sitzen zusammen im Lagerfeuer, cool. Und hier vorne die ganze Reihe ist abgehauen. Entweder zwei Möglichkeiten, die sagen, böses Zeug, Teufel, Teufel, ein bisschen raus. Oder das war ein Offenbacher und deren Visum ist abgelaufen. Man weiß es nicht so genau. Man merkt gar nicht, wo du herkommst. Es ist das Kriegsheimspiel, siehst du dich gerade zu? Ich habe das erste Mal Heimspiel. Das ist toll. Als Frankfurter in Frankfurt aufzutreten, ist wunderbar. Gibt es dann hier irgendwo echte Frankfurter? Sehr gut. Eine Handvoll. Ihr wisst, was ich gemeint habe mit den Offenbachern. Super. Mein Gott, kommen wir schon zu dem Song? Wir kommen schon jetzt, oh mein Gott, so. Dafür muss ich aufstehen. Ich versuche es. Du darfst meine Gitarre nehmen, denn jetzt weichen wir wieder ab aus dem Anime-J-Pop-Universum. Aber Universum ist eine gute Überleitung, denn wie ist das Ganze hier entstanden? Wie, warum, wieso, aus welchen Teilchen diese Geschichte erzählen wir euch jetzt? Denn es wird Dummheit an
Also eigentlich was anderes.
die sanft im Wind schaukelnden Gräser geraubt haben. Ein Ring. Remmel an der Ukulele. Remmel, du brauchst ein Mikrofon. Das ist schön. Weil es kommt für den zweiten Teil, wie gesagt, als diese Gräser, die im Wind geschaukelt haben, mit uns durchgegangen sind. Viel Spaß mit dem kleinen Panda-Bär. Klassiker und backen sie zusammen unser Waschsalon-Mix.